Sehr geehrte Besucherinnen und Besucher, herzlich willkommen zum Tag des offenen Denkmals hier bei uns im Jerusalem-Panorama von Altötting. In Deutschland ist das Jerusalem-Panorama Kreuzigung Christi aus dem Jahr 1903 das einzige klassische Monumental-Rundgemälde in Deutschland. Erfinder der Kunstform Panorama war im Übrigen im Jahr 1793 der Engländer Robert Barker. Also das war lange vor der Zeit, als die Bilder das Laufen lernten. Weltweit gibt es heute insgesamt nur noch 24 im Original erhaltene historische Panoramen mit Darstellungen von eindrucksvollen Landschaften, berühmten Städten oder bedeutenden historischen Ereignissen, so wie hier bei unserem Jerusalem-Panorama. Das Altöttinger Panorama gilt unter Experten als das am besten im Original erhaltene. Das ist neben der soliden Bauleistung der beteiligten Handwerker und dem Schaffen der Panoramakünstler, insbesondere auch zwei großen Restaurierungsmaßnahmen während der zurückliegenden Jahrzehnte zu verdanken. Einer Generalrestaurierung in der Zeit von 1984 bis 1989 unter der Leitung des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege und einer weiteren umfassenden Restaurierungsmaßnahme nach einem Wasserschaden im Jahr 2001 unter der Leitung des Architekturbüros Bergmann aus Pfaffenhofen an der Ilm. Ich freue mich deshalb sehr, dass die in verantwortlicher Position in Bergmann tätige Architektin Frau Andrea Moser heute nach Altötting gekommen ist und uns einige interessante Details zur Konstruktion des Bauwerks erläutern wird. Passend zum Thema des heurigen Tag des offenen Denkmals, Handwerk, Technik und Industrie. Zu Ihrer Information, wir befinden uns hier am Beginn eines von unten nicht einsehbaren schmalen Stegs in über 12 Meter Höhe, also weit über Ihren Köpfen, zwischen der Oberkante des Gemäldes und dem Zustieg in den kunstvoll gezimmerten Dachstuhl. Unser Kameramann Andreas Klemm liefert Ihnen die auf dem Monitor unter den Kulissen übertragenen Bilder. Sehr geehrte Frau Moser, laut Baubeschreibung ist das Altöttinger Jerusalem-Panorama ein pantheonartiger Zentralbau auf 12-seitigem Grundriss, errichtet als Einmastzellkonstruktion in Fachwerkbauweise. Wie müssen wir uns das im Detail vorstellen? Man kann sich das Gebäude wie einen Regenschirm vorstellen. Es lastet auf der Mittelsäule und hat an allen 12 Ecken eine Stütze, auf der die Gesperre, die von der Mittelsäule aus nach außen gehen, auch auflasten. Das Gebäude ist eine Fachwerkkonstruktion, das bedeutet, auch die Wände sind als Fachwerk gebaut, erstmal aus Holz und dann die Zwischenräume ausgemauert. Die Wandstärke der Wände beträgt ungefähr 24 cm. Die Gesperre selbst gehen von der Mittelsäule aus. Die können wir vielleicht gut sehen, wenn wir nach innen durchgehen. Ja, Gott sei Dank sind wir beide einigermaßen schwindelfrei und haben also jetzt diesen schmalen Steg überschritten und blicken in die gewaltige Dachkonstruktion. Es fällt der Blick in die Mitte des Dachstuhls auf einen großen Rundholzkern. Ist das wirklich der sogenannte Hauptlastträger und welches Gewicht lastet also auf diesem Stämmchen sozusagen? Die Mittelsäule, die wir jetzt sehen, besteht aus einem Rundholzkern, der ungefähr 45 cm im Durchmesser ist an dieser Stelle und außen noch durch 12 trapezförmige Holzer verstärkt ist. Die sind nicht an dem Rundholzkern angenagelt oder angeschraubt, sondern durch Stahlbänder umspannt und so in ihrer Lage behalten. Die Mittelsäule ist tatsächlich der Hauptlastträger. Ungefähr 120 Tonnen lasten auf dieser Mittelsäule. Allerdings lasten ungefähr 78 Tonnen auch auf außen. Das heißt, sie verteilen sich auf den 12 äußeren Stützen. Ich habe zuvor Regenschirm gesagt. Von der Konstruktion und Form ist es schon ein Regenschirm. Allerdings lastet nicht die gesamte Last auf der Mittelsäule.
An der Mittelsäule schließen die 12 Gesperre an. Jedes Gesperre ist selbst als Fachwerkkonstruktion ausgebildet und besteht aus Zugbalken und Druckstreben. Ja, und dann habe ich also auch noch im Archiv eine ganz interessante Zahl gefunden zum Gesamtgewicht der Leinwand. Die liegt also bei circa 4000 Kilogramm, also 4 Tonnen, und davon sind allein 600 Kilo circa Ölfarbe und Firnis. Frau Moser, warum wurde das Gebäude eigentlich in dieser Form gebaut? Das Gebäude wurde so gebaut, vermutlich hat sich die Konstruktionsform aus der Zeltform entwickelt. Panoramen waren früher auch fliegende Bauten, das heißt, die Gemälde wurden von Ort zu Ort verbracht und wurden wie eine Zirkusattraktion an bestimmten Städten ausgestellt. Dieses Gebäude ist auch in einer Art Zeltkonstruktion gebaut und durch die großen Gesperre, die eben über große Abstände stützenfrei spannen, kann die Ansicht des Gemäldes und auch der Lichteintrag auf die Leinwand ohne Schatten und ohne Störungen stattfinden. Frau Moser, Sie waren ja bei den letzten Restaurierungsmaßnahmen 2004 und 2005 federführend mit dabei. Welche Arbeiten wurden da im Detail durchgeführt? Unser Büro ist vor allem für Denkmalpflege und Instandsetzung historischer Bauten spezialisiert, sodass wir gerufen wurden, weil sich in dem Glasband, in den Scheiben Risse aufgetreten sind. Es wurde befürchtet, dass das Gebäude statisch instabil ist und vielleicht Sanierungsmaßnahmen notwendig würden. Gott sei Dank hat sich herausgestellt, dass das Gebäude nur Unterstützung brauchte und keine vollständige statischen Instandsetzungsmaßnahmen. Durch unser Büro wurde bei der Restaurierung die Mittelstütze nochmal durch ein Stahlzugband in der Mitte ungefähr in Kopfhöhe über der Besucherplattform verstärkt, sodass diese 12 trapezförmigen Hölzer weiterhin zusammengehalten werden. Das ist allerdings heute nicht mehr zu sehen, da die Putzfläche wieder vervollständigt wurde und die Mittelsäule jetzt wieder so aussieht, wie von der Besucherplattform immer zu sehen. Zusätzlich wurde die Verglasung des Gebäudes erneuert. In den 80er Jahren konnte man sich nur Drahtglas leisten und das ursprüngliche Glas war eigentlich ein mattes Glas, das die Lichtstreuung so lenkte, dass kein direktes Licht auf die Leinwand trifft und auch keine Sonnenflecken oder so auf die Leinwand getroffen sind. In den 80er Jahren hatte man dann noch Tücher vor die Leinwand oder vor die Verglasung gehängt, um das Licht etwas zu streuen. Das konnte durch den Einbau von einer neuen Mattenverglasung wieder aufgehoben werden. Eigentlich ist die Verglasung, das Glas, nicht wirklich matt. Aus Sicherheitsgründen, da es eine Überkopfverglasung ist, ist nach den neuen Vorschriften auch verlangt, dass es ein Verbundsicherheitsglas eingebaut werden musste. Das bedeutet, eine Folie wird zwischen zwei Glasscheiben eingeschweißt. Diese Folie ist jetzt matt ausgeführt. Und die Glasscheiben sind ein sehr weißes Glas, sodass jetzt, was auch durch Untersuchungen bewiesen wurde, die Lichtführung und auch der Lichteindruck, die Farbe, wieder genauso oder der ursprünglichen Farbgestaltung von Gebhard Vogel wieder am nächsten kommt. Gleichzeitig gab es ja vor der letzten Instandsetzung einen Wasserschaden am Gemälde. Um diesen Wasserschaden am Gemälde durch die Restauratoren instand setzen zu können, wurde ein Hängegerüst entwickelt, das an einer Kranbahn um das Gemälde herum oder vor dem Gemälde um das Gebäude herum gefahren werden konnte. Diese Kranbahn hängt immer noch oder ist immer noch unter dem Glasband angebracht und dient ebenfalls noch zur Aussteifung des Gebäudes. Auf der Fassade, in Traufhöhe, einige Zentimeter unter der Dachrinne, wurde noch ein Stahlzugband eingebaut, das ebenfalls die Aussteifung der Wände an einer bestimmten Stelle, die für Knick
oder die an, für Knick besonders gefährdet wäre, dann nochmal als zusätzliche Aussteifung wirkt. Wenn jetzt das Gebäude oder das Gemälde in Zukunft gewartet werden soll oder wieder Schäden auftreten würden, kann das Gerüst, dessen Material auch im Panorama eingelagert ist, wieder an die Kranbahn gehängt werden und dann, es ist ungefähr eine Breite von 6 Metern, an die Stelle geschoben werden, die notwendig ist. Dadurch wird auch der Besucherbetrieb nicht wirklich eingeschränkt, da man rechts und links am Gerüst gut vorbeisehen kann und die Besucherplattform dadurch nicht gestört oder versperrt wird. Sehr geehrte Besucherinnen und Besucher, mit diesem gewiss ganz interessanten Blick hinter die Kulissen bzw. in den Dachstuhl des Panoramas konnten wir Ihnen zeigen, dass das Altöttinger Panorama eine Synthese aus Malerei, Architektur und Bühnenbild ist. Und möglich wurde das durch die perfekte Übertragungstechnik der Firma Allround TV von Walter Hering, die diese technische Realisierung der Bild- und Tonübertragung ausmachte. Das Altöttinger Panorama, sehr geehrte Damen und Herren, steht unter Denkmal- und Kulturschutz Bayerns und der UNESCO. Die gemeinnützige Stiftung Panorama Altötting ist seit einigen Jahren bestmöglich um den Erhalt dieses einzigartigen Kunstwerks bemüht. Der Eintritt am Tag des offenen Denkmals ist traditionell frei. Wir bitten Sie aber herzlich um eine freiwillige Spende. Die Spendenbox finden Sie am Ausgang an der Museumskasse. Wir danken für Ihren Besuch.